Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Sportpark Hohenbuschei am BVB-Trainingsgelände zum ersten Mannschaftstraining der Saison 2022-23. Ja, wir übertragen euch das, man kann schon fast sagen traditionell, live hier im Stream, weil es halt immer wieder aufregend ist. Neue Saison, neue Gesichter, neue Namen. Und an meiner Seite heute wieder wie im letzten Jahr Tobias Dornbusch. Und Tobi, im Vergleich zu Vorjahr noch mal ein Stück aufregender dieses Jahr, weil wenn wir uns umblicken, volle Tribünen, das macht da wahnsinnig Spaß. Ferienzeit, viele Fans sind hier. Ja, endlich wieder. Letztes Jahr ging es ja leider noch nicht aufgrund der Corona-Pandemie. Jetzt aktuell lassen es die Zahlen zu, dass wir hier wieder vor vollem Haus trainieren können. Und ich glaube, wir können schon verraten, es wird ein volles Haus. Also wir haben schon vorher geöffnet die Tore. Eigentlich war das geplant für 14:30 Uhr. Aber es waren schon so viele Leute da, dass wir gesagt haben, komm, wir lassen sie schon mal rein. Sie können gucken. Um 14:20 Uhr sind auch zum ersten Mal Sebastian Gebhardt und Peter Herrmann, die beiden neuen Co-Trainer, hier rübergekommen auf dem Platz des Jugendstadions und haben schon die ersten Stationen aufgebaut. Sind wir mal gespannt, was da heute so kommt. Genau, denn das Training, ich schaue mal auf die Uhr, das läuft im Prinzip schon seit 20 Minuten. 15:30 Uhr war Trainingsbeginn. Erst gab es eine Sitzung der Mannschaft und danach macht man sich drüben im Trainingsgelände, im Gym, macht man sich warm. Und die Auskunft bei uns ist, Punkt 16 Uhr möchte man hier sein zur Trainingseinheit. Es wird heute, ja, wir sagen, ein lockerer Aufgalopp, wie man so schön sagt. Nicht viel, werden wir nachher noch drauf eingehen. Kleines Warmmachen, Passübungen, Kreisspiel und Abschlussspiel. Das werden heute die Inhalte sein. Rund, ja, gehen von einer 60-Minuten-Stundeneinheit, gehen wir hier draußen ein. Wie gesagt, wir werden live dabei sein. Auch wenn ich sagte, heute erstes Training, erstes Mannschaftstraining. Der offizielle Trainingsstart, der ist schon 2 Tage her. Auch das traditionell. Mit der Leistungsdiagnostik. 2 Tage hat die gedauert. Am ersten Tag war viel an der TU Dortmund. Da hat man sich halt aufgehalten. Gestern dann, da freuen sich die Spieler immer drauf. Die Einheit hier in Brakel im Fitnessraum mit dem Laktattest. Da geht es dann wieder an die Grenzen. Wir waren natürlich wieder mit der Kamera dabei. Und deswegen jetzt für euch erstmal zur Einstimmung. Hier die besten Bilder, unsere Highlights und Stimmen von der Leistungsdiagnostik zum Trainingsauftakt. Ja, 45, ich habe Rekord. Topfit, die Pause war gut. Für die Verletzung, aber auch für mich. Ja, freue ich mich, bin heiß, dass es wieder losgeht und guter Auftakt hier. Warst du zufrieden mit deiner Performance da drüben? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wie viel hast du geschafft? 45, ich habe Rekord. Und Klimmzüge? Ja, Klimmzüge war 11, aber 5 entfernt von Rekord. Ja. Ich finde sehr spannend, was man alles testen kann, wo man alles nochmal dran arbeiten kann an Details. Und ja, eigentlich auch interessant, dass ich mit 33 zum ersten Mal in so einem Gerät eben drin saß. Aber klar, entwickelt sich mal weiter, Leistungsdiagnostik im Fußball eben auch. Und ich finde es sehr gut so. Geht's 100%. Go, 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 go. Okay.
25, oh, blaue, Pünktlich geht es los hier. Die Mannschaft kommt schon auf den Platz, deswegen haben wir den Einspieler auch direkt unterbrochen. Die Jungs sind um 15.55 Uhr hier das erste Mal auf den Rasen gekommen. Es brandete sofort Applaus auf. Und da sehen wir sie, die Trainingsgruppe, die heute beim ersten Training dabei ist, angeführt von Mats Hummels. Ja, geht gleich vorne weg. Der Oldie der Truppe, wie man jetzt sagen muss, ja, durch den Abgang von Marvin Hitz und von Schmelle ist er jetzt offiziell auch der Oldie der Truppe. Da haben wir ihn im Bild. Ja, deswegen entschuldigt, dass wir euch jetzt die Leistungsdiagnostik wenigstens abbrechen mussten. Aber wie gesagt, Mo habt ihr noch gesehen, der war ordentlich am Schwitzen. Ja, ein paar Neuzugänge sind auch dabei, die werden wir euch nach und nach noch ein wenig vorstellen. Den kennt ihr, Youssoufa Moukoko, auch gerade interessant. Kollege Christoph Böhkamp ist ja auch ein bisschen noch durch die reingegangen, hat vorher gefragt, was glaubt ihr denn, wem traut ihr dieses Jahr so einen richtigen Durchbruch zu? Ein Name, der immer wieder fällt, Youssoufa Moukoko. Also da hoffen die Fans natürlich so ein bisschen, auf den Gappi-Effekt, sage ich es mal, so ein bisschen neuer Co-Trainer Sebastian Gebhardt, mit dem er sehr, sehr viele Erfolge schon gefeiert hat. Ja, und hier sehen wir nochmal wunderschön das Trainingsgelände von oben, beziehungsweise den Jugendplatz mit dem Kreis. Und an dieser Stelle dann vielleicht auch mal der Dank an unseren Hauptsponsor, an 1&1. Ihr seht es oben, die Drohne, die uns diese Bilder liefert, kommt von unserem Partner, kommt von 1&1, der diesen Stream hier überhaupt möglich macht. Und ihr habt da mal einen super Überblick über dieses wirklich gut gefüllte Gelände am Jugendplatz. Ja, und da ist Youssoufa, wie du gerade gesagt hast, Danny, unter Gappi, so der Spitzname von Sebastian Gebhardt, in der Jugend gespielt. Da ist er natürlich auch nicht der Einzige. Also auch ein Bradley Fink kam zum Beispiel zum BVB, den wir auch heute hier mit beim Training sehen, und hat 2 Jahre unter Sebastian Gebhardt gespielt. Und das ist natürlich auch für die Jungs gut, da so eine Verbindung zu haben. Und das ist, glaube ich, das Welcome Back für Matteo. Ja, so deutlich ist es auch. Zumal Nico Schulz ihn dann noch ein bisschen über den Schopf gestrichen hat. Ja, so, jetzt geht es dann wohl in die Aufwärmrunde. Unsere Info ist ungefähr so 10 Minuten Warmmachphase. Genau. Otto Addo haben wir da gerade gesehen, das war dann bei Prinz Anningweier, auch ein Neuzugang. Kam von Ajax Amsterdam, auch interessanter Mann. Aber wie gesagt, werden wir hoffentlich noch genug Zeit haben, heute auf die einzelnen Jungs einzugehen. Falls ihr Fragen habt, wir streamen ja unter anderem auch auf YouTube, auf Facebook. Stellt uns gerne Fragen, die ihr habt im Stream. Wir versuchen so viele wie möglich zu beantworten. Die erste, die schon sehr häufig kam, Danny, die können wir auf jeden Fall beantworten. Sind die Nationalspieler heute dabei? Nein, also nicht die Nationalspieler, die noch im Einsatz waren. Die haben noch eine verlängerte Pause bekommen, weil noch im Urlaub. Trainingseinstieg für die Nationalspieler, die im Einsatz waren, ist der 9. Juli. Da, wenn die Mannschaft das Trainingsspiel in Dresden hat, dann kommen die Nationalspieler auch mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik dann zurück. Wie gesagt, vorneweg noch die bekannten Gesichter. Dahinter haben wir so ein bisschen Tom Rothe noch gesehen. Das ist ein durchaus bekannteres Gesicht schon, der, ne, auch schon seine Spuren hinterlassen hat in der ersten Mannschaft. Da jetzt etwas größer im Bild. Ja, und ich glaube, den Mann,
müssen wir euch nicht vorstellen. Das ist der neue Cheftrainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic. Und für ihn auch, glaube ich, heute, es ist das erste Mal, dass er überhaupt vor Publikum als Trainer von Borussia Dortmund agiert. Egal, ob es Spiele oder Training war. Das war ja in seiner Phase komplett noch Corona-Lockdown. Er kennt das ja noch gar nicht. Hat er auch ein bisschen seine Antrittsrede ja gesagt. Das war irgendwie traurig, dass es deswegen laut sein wollen wir. Ich glaube, jetzt wird es hoffentlich auch immer lauter in seiner dann offiziellen Amtszeit als BVB-Cheftrainer und hier dann im Gespräch mit Otto Addo. So, die beiden Torhüter, die heute hier mit beim Training sind, laufen jetzt schon nicht mehr mit. Die dürfen hinten mit Matze Kleinsteiber ihr Programm absolvieren. Da ist der einzige Neuzugang, der jetzt schon ins Training eingestiegen ist, nämlich Alexander Meyer. Links seht ihr ihn mit der Nummer 33. In Zukunft läuft er für uns auf. Von Jahn Regensburg aus der zweiten Bundesliga zum BVB gewechselt. Und der zweite Torhüter, den kennt vielleicht auch den einen oder anderen, der letzte Saison die U19 verfolgt hat. Das ist Silas Ostrinski, letztes Jahr Stammkeeper der U19, ist jetzt aufgerückt zur U23 und heute hier dann als zweiter Torhüter mit dabei. Zwei Fragen, die hier noch reinkommen. Ist Falco Michel für die U23 oder die Profimannschaft geplant? Erstmal für die U23 und ob Peter Hermann dabei ist? Ja, Peter Hermann ist dabei. Den werden wir sicherlich gleich sehen, weil wenn es dann in die Passübung geht, die erste, das ist dann sein Beritt. Damit wird er gleich reinstarten. Peter Hermann, du hast es auch schon gesagt, die neue Co-Trainer an der Seite von Geppi. Die beiden sind da in der Mitte schon gerade die Passübung am planen, während sich die Mannschaft hier noch in der Dehnphase befindet. Da haben wir auch Falco Michel gerade im Bild, ja, zwischen Namdi Collins und Dennis Lüttke-Free. Natürlich dadurch, dass die Nationalspieler, die noch im Einsatz waren, hier haben wir jetzt auch Peter Hermann, es läuft ja im Bild, dadurch, dass die Nationalspieler noch im Einsatz waren, haben natürlich viele aus der U19, aus der U23 die Chance, sich mal hier im Profitraining zu beweisen. Und da werden wir heute natürlich auch mal ein Auge drauf werfen, wie das so läuft. Auch hier nochmal ein schöner Eindruck, um zu sehen, wie voll es hier wirklich heute in diesem Jugendstadion ist. Jetzt nochmal herrliche Aufnahme von oben, von unserer Drohne. Da sieht man halt dieses Jugendstadion nochmal sehr, sehr gut. Und ja, beim Stichwort Drohne, das uns jetzt nochmal wirklich herrliche Bilder liefert, mit dem Jugendhaus im Hintergrund, eigentlich nochmal der gute Hinweis auf das Gewinnspiel, das wir heute haben, denn ihr könnt gewinnen. Eine DJI Mavic Mini 2. Und nicht nur das, auch da gibt es auch noch ein Trikot obendrauf. Ich glaube, wir versuchen auch noch mal vielleicht ein Autogramm drauf zu kriegen. Also, Gewinnspiel, geht einfach auf die Instagram-Seite von 1&1. Dort findet ihr alle Gewinnspiel-Richtlinien, was ihr machen müsst. Eigentlich ganz einfach. 1&1 folgen, kommentieren, liken. Und schon seid ihr mit im Topf um eine dieser wunderbaren Drohnen. Aber auch wer dann der ausgeht, diese Drohne, die so wunderbare Bilder macht, die gibt es auch in der 1&1 Vorteilswelt natürlich zur Allnet Flat dazu. Kann man also doppelt sparen. Also bei der 1&1 Allnet Flat und bei der Drohne gleichzeitig einfach mal reinschauen. Bei 1&1.de. Ansonsten befinden wir uns gerade noch in der Warmmachphase. Gibt uns vielleicht noch mal die Chance, weil jetzt nicht ganz so viel passiert, noch mal einen kleinen Beitrag zu zeigen, bevor es dann hier in die Passübungen geht. Es kommen halt weiterhin viele Fragen. Wo sind die Neuzugänge? Wo sind die Nationalspieler? Da gehören natürlich auch so Leute wie Nico Schlotterbeck dazu, wie Karim Adeyemi.
die sind noch nicht da, aber die waren schon mal da. Und gerade Adeyemi wird hier viel gefordert. Heute können wir ihn euch noch nicht live zeigen, aber wir haben ihn ja schon mal hier gehabt zum Interview. Also Karim Adeyemi, da werden wir euch jetzt mal ein kleines Interview zeigen, als er schon bei uns war. Und danach sind wir dann wieder hier live auf dem Trainingsgelände. Jetzt viel Spaß mit Karim Adeyemi. Ich glaube, es war immer ein Traum von mir, hier zu spielen. Und deswegen habe ich mich für den BVB entschieden. Mit Süle habe ich noch nicht geredet, aber mit Schlotti ein bisschen. Ich glaube, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, uns wiederzusehen, im gleichen Team zu spielen. Und wir verstehen uns auch richtig gut, wir drei. Erstmal am Anfang habe ich Schlotti gefragt, was er gemacht hat an dem Tag. Wo er geschrieben hat, hat er gesagt, nur 10 Minuten locker Fahrrad fahren, aber da hat er mich absolut angelogen. Das war richtig anstrengend. Wenn man dir so zuschaut, du bist ja wirklich richtig massiger Dampf auf dem Platz, richtig Power. Bist du privat eigentlich auch so oder bist du eher der ruhige Typ? Kommt darauf an, mit wem ich bin. Wenn ich Leute gut kenne, dann glaube ich, bin ich da immer der lustige Typ und etwas chillige Typ. Wenn ich die Leute nicht kenne, bin ich eher zurückziehend und sehr ruhig. Ja, die Bundesliga ist nochmal was ganz anderes, aber ich freue mich natürlich auf die Challenges. Aber ich glaube, der BVB will auf jeden Fall angreifen. Jedes Jahr waren sie knapp dran, den Titel zu gewinnen. Ja, vielleicht mit Fännchen Glück oder ja, noch mit mehr Punkten gewinnen wir dann die Liga. Ja, das war Karim Adeyemi, wie wir schon gesagt haben, einer der Nationalspieler, die noch im Einsatz waren. Daher erst am 9. Juli startet er die Leistungsdiagnostik mit den anderen Nationalspielern, wie Marco Reus, wie aber auch Nico Schlotterbeck zum Beispiel, und steigt dann nach und nach ins Training ein. Wir haben auch gesehen, viele von euch haben gefragt nach Modahut, nach Felix Paslak, nach Emre Can, die ihr ja auch in dem Video der Leistungsdiagnostik gesehen habt, und da ist es einfach so, dass die noch individuell aufgebaut werden und deswegen jetzt hier heute noch nicht mit dabei sind. Aber Mats Hummels, der ist dabei. Der hat auch gestern nach dem Laktattest ordentlich nach Luft gerungen, aber ziemlich stark. Also soweit ich weiß, gibt es da 20 Stufen und auch diese 20. hat er erreicht. Da war er dann auch durchaus zufrieden. Er war ja auch zum Ende der vergangenen Saison noch verletzt, also wird die Sommerpause auch genutzt haben für sich, um wirklich jetzt hier topfit in die Vorbereitung zu starten. So, dass das Trainerteam da schon mit den Bällen wartet, lässt mich hoffnungsvoll zurück, dass es der Ball dann gleich auch rollt. Denn dann wird es ja so richtig interessant. Hier jetzt nochmal der Überblick über dieses Trainingsgelände. Ich hatte es schon gesagt. Hinter der Tribüne rechts seht ihr den Futbonauten, ja, der so oft zitierte und sicherlich in vielen Videos schon gesehene. Und links davon, so zwischen den beiden Lücken, also rechts die Tribüne. Auf der linken Seite ist dann so ein bisschen das Jugendgebäude mit Athletikhalle oben und die Umkleiden für die Jugendmannschaften. Und dahinter halt einfach das Jugendhaus, wo die ganz jungen Talente dann einfach auch dann ihre Zimmer beziehen. Wunderbar, dass wir jetzt auch die Möglichkeit bekommen. Dahinter, ganz, ganz oben jetzt mittig, ist die neue Geschäftsstelle Sport. Und jetzt schwenken wir rüber und dann kommen wir einfach Richtung Profitrakt. Genau, im hinteren Teil links seht ihr jetzt die eigentlichen Trainingsplätze, wo wir sonst immer den Trainingsauftakt gestreamt haben. Dahinter das Profi-Gebäude und hier noch die anderen Plätze hier auf dem Trainingsgelände in verschiedenen Größen, Rasenplätze, Kunstrasenplätze. Alles dabei, beste Trainingsmöglichkeiten hier in Brakel. So, jetzt wird das Tempo ein wenig angezogen in verschiedenen Gruppen. Ja, du hast das Jugendhaus gerade angesprochen und da haben ja auch einige der Jungs, die jetzt auf dem Platz sind, gewohnt bzw. wohnen da noch. Also Youssoufa Moukoko hat lange da gewohnt, ein Tom Rothe ist da zu Hause
Und da haben die Jungs natürlich einen super Platz und vor allem kurze Wege, um dann auf dem Feld zu stehen und sich für die Profis zu empfehlen. Haben wir Yusufa nochmal, der uns in der Leistungsdiagnostik erzählt hat. Er hat einen neuen Rekord gebrochen, seinen persönlichen bei den Liegestützen. 45 waren es, glaube ich. 45, Rekord. Aber er hat von Liegestützen gesprochen, oder war es noch irgendwas anderes? Nee, er hat von Liegestützen gesprochen. Bei den Klimmzügen danach hat er keinen Rekord geschafft. Da habe ich aber auch gehört, dass die Zeit zwischen Liegestütze und Klimmzüge wohl sehr kurz war. Okay. Ja, wünschen wir ihm einmal, dass es eine bessere Saison wird, von Verletzungen verschont bleibt, die natürlich auch viel zurückgeworfen haben in der Vorsaison. Marius Wolf, da sehen wir links auf seinem Trikot die 17, die hat er jetzt übernommen. Also auch einer von denen, die sich eine neue Rückennummer ausgesucht haben zur neuen Saison. Marius Wolf, also im kommenden Jahr nicht mehr mit der 39, sondern mit der 17 unterwegs. Ich glaube, immer eine starke Saison hinter sich. Also war ja auch einer, wenn wir uns erinnern, so ein bisschen so vor einem Jahr, so ein Kandidat, ja, Marius Wolf, geht er noch? Oder und dann hat sich aber als Allzweckwaffe erwiesen, der einfach auch seine Einsätze bekommen hat und einfach souverän, routiniert, echt mit guten Leistungen auch seine Einsätze bekommen hat. Ja, und er ist das, was man hier in Dortmund, glaube ich, einen Malocher nennt. Mhm. Also der lässt immer sein Herz auf dem Platz und gibt alles. Und genau das ist es, was die Fans sehen wollen von unseren Spielern. So, und jetzt ist Peter Herrmann nämlich in Aktion, erklärt seine Übung. Also auch wirklich ein ganz, ganz, da haben wir ihn im Bild, ganz, ganz erfahrener Mann. Jetzt all seine Stationen aufzuzählen, dann wäre der Livestream wahrscheinlich vorbei. Aber absoluter Wunschkandidat noch im Trainerteam von Edin Terzic. Ja, das ist vermutlich auch wichtig, da jemanden zu haben, der schon so viel gesehen hat. Gerade wenn du einen so... Unerfahrenes möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber doch hat Edin diese Position als Cheftrainer bisher nur interimsweise ausgefüllt. Und dann ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, jemanden zu haben, der als Co-Trainer wirklich schon alles erlebt hat. Dann sind wir mal gespannt, wie jetzt diese erste Passübung aussieht. Freuen uns auf jeden Fall, dass der Ball jetzt rollt. Mats Hummels hat den Beginn gemacht. Ganz einfach. Ganz einfach. Dann gucken wir mal, ob das so reibungslos und einfach funktioniert, wie sich Peter Herrmann das vorstellt. Ich sehe ein paar Fragezeichen über den Köpfen, aber es ist vielleicht nur mein Gefühl. Sieht aber erstmal recht reibungslos aus im Ablauf. Ich glaube, die Fragezeichen sind bereinigt. Alles natürlich unter den Augen von Edin Terzic. Aber ist, glaube ich, auch nicht sonderlich anspruchsvoll, die Übung gerade. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, um reinzukommen. Hochkomplexe Trainingsanhalte werden dann wahrscheinlich mit der Zeit kommen.
Ja, was wir sehen, ist, dass Peter Herrmann das ganz klare Kommando hat bei dieser Übung. Und Sebastian Gebhardt, Edin Terzic und auch Otto Addo an den Seiten stehen und stille Beobachter dieser Übung sind. Daumen geht hoch. Kids natürlich auch glücklich, dass der Trainingsauftakt in die Ferienzeit fällt. Das gibt natürlich die Möglichkeit, hier heute live dabei sein. Da sehen wir das Team Hummels, glaube ich. Oh, es sind aber auch einige Autogrammkarten, die da sind. Also es ist nicht nur die Autogrammkarte von Mats Hummels. Also Jude sehe ich, Mo sehe ich. Ja, da werden sie nicht alle Autogramme Marius bekommen. Wolf noch mit der alten Trikotnummer. Natürlich, die neuen Autogrammkarten sind, glaube ich, noch nicht ja, Felix, raus. Felix und Jude wird heute auch schwierig. Ja, Julian ist auch noch nicht da, Julian Brandt. Der steigt später ein. Mats Hummels, das könnte klappen. Ja. Und den haben wir, da sehen wir ihn. Der steht auf dem Platz. Ja, ist halt generell, und so wird es auch in den ersten Wochen sein, natürlich, solange die Nationalspieler nicht einsteigen, wird man viel, viel hier mit Jugend und U23 noch auffüllen. Das wird auch in den ersten Testspielen so sein, wenn es dann nächste Woche losgeht. 5. Juli, Start in Lünen. Ja, auch sicherlich schön für viele hier, dass man auch in der Ferienzeit ein Testspiel wieder in der Nähe hat, in der Dortmunder Umgebung. Wird sicherlich auch ein Fest da für die Lünener gegen den BVB anzutreten. Wie gesagt, natürlich noch nicht mit voller Kapelle. Aber der ein oder andere illustre Name, Weltmeister, ist dann halt auch noch dabei. Apropos Weltmeister. Donny Mahlen, sicherlich auch einer, auf den wir wirklich gespannt sind in der kommenden Saison. Ist ja immer so, wenn du aus der niederländischen Liga kommst, ist es auch kein Geheimnis, dass du immer auch mal vielleicht so ein Jährchen brauchst, dich zu akklimatisieren. Aber hat schon sein Potenzial absolut angedeutet. Und ich glaube auch, dass Donny einer ist, der uns in diesem zweiten Jahr viel, viel Freude bereiten wird. Weil ich glaube schon, dass dieser Konkurrenzkampf in der Offensive, den brauchen wir. Der ist groß, der wird groß sein. Das pusht nochmal jeden anderen. Und ja, Donny könnte da einer sein, der positiv überrascht. Und so wie ich dich kenne, Tobi, glaubst du auch daran? Ja, das kann ich ganz offen zugeben. Ich bin Fan von Donny Mahlen. Ich mag die Art und Weise, wie er spielt, schnell, gut im Abschluss. Und das hat er ja streckenweise schon gezeigt in der vergangenen Saison. Aber du hast völlig recht, da können wir hoffentlich noch mehr erwarten. Und da, das passt auch gerade gut zu einer Frage, die ich im Chat gerade aufgegriffen habe. Wie geht's Matteo Morey? Er steht ja auf dem Platz und er macht soweit erstmal alle Teile des Mannschaftstrainings mit. Es war ja schon gegen Ende der letzten Saison so, dass er dann wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat. Und da ist es natürlich nach so einer schweren Verletzung, wie er sie hatte, eine langfristige Aufgabe, ihn wieder heranzuführen. Aber das geht weiter und so wie es aussieht, läuft es doch ganz gut. Ja. Zwei weitere Fragen noch schnell, vielleicht weil es eben etwas untergegangen ist. Die neue Nummer von Marius Wolf ist jetzt die 17, die er tragen wird. Und beim Stichwort Lünen, wird das erste Testspiel gestreamt? Klare Antwort, ja, natürlich, das seid ihr doch von uns gewohnt. Und nicht nur das erste Testspiel wird gestreamt, es werden alle Testspiele gestreamt. Kurz mal jetzt kurz den Block rausgeholt, Stift dabei, habt ihr ja nicht immer. 5.7. also Lünen, dann geht es weiter. 9.7. in Dresden zu Gast, das streamen wir. Genau wie das Testspiel am 14.7. gegen Ferl. Das sind die drei Testspiele vor Beginn des Trainingslagers. Dann im Trainingslager, spanische Testspielwoche mit dem Spiel am 18.7. gegen Valencia und am 22.7. gegen Villarreal. Auch die beiden Spiele werden wir live streamen. Dann auch sicherlich wieder häufiger mit Nobby am Mikrofon. Den vermisst ihr natürlich auch, verständlich. Aber
Es ist auch da individuelle Belastungssteuerung. Nationalspieler wie Nobby, so ein international erfahrener, der hat auch, steigt später ins Training ein. Deswegen erst noch wir, dann demnächst. Wenn die Nationalspieler da sind, ist Nobby auch wieder da. So ist es, so ist es. Eine Legende darf auch mal Urlaub machen. Da hinten Nnamdi Collins und vorne Leon Semic. Noch kurz gesehen haben. Ja, da ist jetzt die Frage, ist der Durstlöscher interessanter als das Training? Und jetzt ein bisschen geht hier die Sonne rein, aber ich glaube, das dürfte Prince Anning sein, den wir jetzt da im Bild sehen. So ist es, ja. Ja, genau. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam. War so ein bisschen Ärger auch bei Ajax. Das Ärger nicht, aber die hätten ihn natürlich gerne gehalten. Er hat letzte Saison gegen uns gespielt. Da haben wir jetzt nochmal im Bild. In der Youth League beim 1:5 Niederlage von Ajax gegen unseren BVB. Aber er hat immerhin den Assist geliefert zum einzigen Tor. Linksverteidiger, wirklich schnell, technisch stark. Aber ich glaube, es war so, dass das Ajax ihm, glaube ich, keinen Profivertrag anbieten wollte. Und dann hat der BVB zugeschnappt. Sind wir auch gespannt. Ist ja generell so eine Position, Außenverteidiger im Prinzip, kannst du immer gebrauchen. Absolut, absolut. Wird immer wichtiger heutzutage. Und ja, er könnte aufgrund seines Alters noch ein Jahr U19 spielen, wird aber aller Voraussicht nach in der U23 hauptsächlich zum Einsatz kommen, weil man da sieht, den können wir schon in Seniorenfußball integrieren und da fordern. Und dann soll der Weg natürlich über kurz oder lang zu den Profis führen. Wahrscheinlich auch ein Spieler, wo wir ihn gerade sehen, den Otto Addo dann unter seine Fittiche nehmen wird. Als Top-Talente-Trainer ist er ja dafür da, nochmal einzelne Szenen mit den Jungs zu besprechen, Trainingsleistungen zu besprechen, womöglich auch mal Einzelschichten zu machen und dann die Jungs so an die Profimannschaft heranzuführen. Ja, eine oder andere fragt gerade, sehe ich, warum Jamie Bino Gittens nicht dabei ist. Der ist aktuell noch bei der U19-Europameisterschaft, ist gestern mit England ins Finale eingezogen. Und da er da bei der Nationalmannschaft noch ist, wird er natürlich entsprechend später ins Training einsteigen. Aber, und das haben ja auch die Verantwortlichen, wie der designierte Sportdirektor, übermorgen ist er dann auch offiziell Sportdirektor Sebastian Kehl, gesagt, dass Jamie auf jeden Fall zum Profikader gehören wird in der nächsten Saison. Ja, Tom Rothe im Bild, das ist ja der Nächste, der ein traumhaftes Bundesliga-Debüt hatte gegen den VfL Wolfsburg, in der Startelf stand, das 1:0 gemacht hat und dann gemeinsam an dem Tag mit Leon Semic und Jamie Bino Gittens sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Und da ist gerade von dir angesprochen Leon Semic im Bild. Der hat jetzt vor kurzem seinen Profivertrag unterschrieben. Kam 2017 zum BVB aus Baunatal. Und wie gesagt, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Wolfsburg. Oh, ist eigentlich so ein Mann für die rechte Seite. Hohes Tempo, technisch sehr, sehr stark und liefert immer gute Flanken. Ja, und ist Ende der letzten Saison Deutscher Meister geworden mit der U19. Natürlich gemeinsam mit Tom Rothe, mit Dennis Lüttgefrieh, mit
einem Jamie Bynoe-Gittens, der da im Finale gespielt hat. Das war schon ein sehr starker Jahrgang, den Mike Thulberg da beisammen hatte, von dem wir jetzt einige Jungs halt auch hier auf dem Platz heute sehen. Und jetzt ist diese Übung vorbei, gibt die erste Trinkpause und das könnte doch nochmal die Chance sein, dass wir nochmal ein zweites Interview hervorholen mit einem unserer Neuzugänge. Nico Schlotterbeck ist ja auch deutscher Nationalspieler, Innenverteidiger, steigt wie die anderen Nationalspieler dann am 9. Juli ins Training ein, aber wir können ja nochmal zurückgucken, was er gesagt hat am Tag seiner Verpflichtung. Sebastian ist, ob es mit dem Coach war, ob es mit Zorg, mit Watzke war, haben mir einfach den Eindruck vermittelt, dass ich hier den nächsten Schritt gehen kann und habe sehr, sehr viel über den Club gehört. Man sieht sehr, sehr viel über die Fans, über das Stadion. Das imponiert mir, da hatte ich Bock drauf und deswegen habe ich die Entscheidung pro Borussia getroffen und habe da jetzt richtig Bock drauf. Ich will in sehr, sehr viele Zweikämpfe gehen, was den Beruf Innenverteidiger ausmacht. Und deswegen kann man mich als modernen Innenverteidiger beschreiben. Ich suche sehr, sehr viel Zweikämpfe, mag es aber auch gerne Ball zu haben. Ich mag sehr, sehr gerne den Ball zu haben und ich mag auch sehr gerne Lösungen zu finden. Und das probiere ich hier in dem Club auch einzubringen. Und ich denke, ich kriege das auch hin. Ich werde meinen Weg so gehen, dass ich probiere, alles für den Verein zu geben und ich werde auch alles dafür unterordnen. Ich lege mein Leben auf den Fußball auf den Beruf aus und neben dem Platz bin ich so ein bisschen extrovertiert. Ich habe viel Spaß mit den Leuten. Ich lasse auch mal gern Witz da, auch zu Kosten anderer. Deswegen, man kann mich so beschreiben, wie man mich auch im Fernsehen sieht vielleicht. Ich glaube, dass ich einfach, wie gesagt, sehr selbstbewusst bin und so ein bisschen meinen eigenen Weg gehe. Wo ich in der entscheidenden Phase war, in den Jugendphasen, da war so Mats und mit der beste Innenverteidiger Deutschlands weltweit. Und da hat man hochgeschaut. Wenn man jetzt mit ihm ein Team spielen darf, dann macht es einen unendlich glücklich. Und Niki ist einen Weg gegangen, den ich auch gehen will. Der ist in auch extrem jungen Jahren zum Riesenclub gewechselt, hat da so seine Spuren hinterlassen. Das will ich probieren auch hier zu machen. Deswegen freut es mich, dass ich jetzt auf beide treffe. Mit Niki hatte ich jetzt ein bisschen zu tun bei der Nationalmannschaft, wir haben uns ganz gut verstanden. Ja, und mit Mats, da kennt man sich von der Liga, ich habe mal ein Trikot von ihm abgestaubt, deswegen, ich glaube, wir werden uns da ganz gut verstehen. Ich glaube, hier sind die Derbys nochmal ganz anders wie bei anderen Clubs. Ich habe zum Beispiel das Berlin-Derby in Berlin nicht mit Zuschauern erlebt. Wenn ich hier das Derby gegen Schalke oder so mit Zuschauern erlebe, ist das was ganz anderes. Für solche Spiele spielt man Fußball und die werden wir dann auch in naher Zukunft gewinnen. Wie groß ist die Vorfreude dann wirklich mal hier im schwarz-gelben Dress vor oder mit 81.365 im Rücken zu spielen? Brutal groß, weil ich das vorhin schon gesagt habe, weil du für solche Fußballspiele, glaube ich, Fußball spielst. Und ich habe, wie gesagt, leider, glaube ein Spiel 5 Minuten lang unter vollen Rängen gespielt. Da habe ich dann auch nicht so gut gespielt, als ich reinkam. Deswegen will ich das vermeiden und will die nächsten Jahre, will hier meine Top-Leistung abrufen. Und ich glaube, mit den Fans im Rücken, da können wir auch was ganz Großes erreichen. Ja, der BVB, er hat wieder einen Innenverteidiger mit der Rückennummer 4 und den Initialien N und S. Nach Neven Subotic jetzt also Nico Schlotterbeck. Und ich glaube, es ist einfach ein Typ, auf den wir uns richtig freuen können, auf den wir uns freuen werden. Und der auch zumindest das Potenzial hat, hier Publikumsliebling zu werden, weil es einer ist, wirklich, der sich sowas von reinhaut. Nicht nur in den Spielen, die wir gesehen haben. Ich glaube, dieses Pokalfinale, wer es gesehen hat, ist uns allen ein bisschen im Gedächtnis geblieben, was er da abgerissen hat. Also Nico Schlotterbeck, einer der Nationalspieler, auf die wir uns hier freuen werden. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, die Nationalspieler sind heute nicht dabei.
Am 9.7. ist dann Einstieg für sie hier ins in den Trainingsbetrieb. Die Mannschaft mittlerweile beim beliebten Kreisspiel angekommen. Ja, da wird der eine oder andere Tunnel dann natürlich gerne verteilt. Für die Mannschaftskasse sieht man immer gerne, vor allem von den Augen der Fans da drüben. Die bekommen jetzt ganz, ganz nah mal das ein oder andere geliefert. So zum Beispiel hier das Team Hummels, musste gerade sehen, wie der Mats einen vor durch die Hosenträger verpasst bekommen hat. Ja, und du hast die Fans angesprochen, es gab Applaus. Und ich habe gerade die offizielle Zuschauerzahl für heute bekommen. 1.300 Zuschauer sind vor Ort auf der Tribüne, aber auch direkt hinterm Tor. Trainingskibitze hat man, glaube ich, früher gesagt. 1.300 sind da ein bisschen viel, um das noch Kibitze zu nennen. Aber wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der den Weg hier an die Adi-Preisler-Allee heute gefunden hat. Ja, es ist ja auch schön. Wir haben so lange drauf gewartet. Ich meine, das sind ja auch die Bilder, wenn einfach Kinderaugen, die strahlen. Das ist ja das, was wir alle gerne sehen wollen. Und klar, wir mussten alle durch diese Zeit durch. Aber umso schöner ist es einfach, wieder solche Bilder zu erleben. Und ich glaube auch genau für die Mannschaft. Die Frage, ob sie ein Autogramm von Mats bekommt. Die Chance ist jetzt da, weil wir können das jetzt hier schon sagen. Eigentlich ist ja gesagt worden, aufgrund natürlich, weil es so viel ist und Corona-bedingt, muss man vielleicht auf Autogramme verzichten. Aber so haben wir gehört, oh, da ist wohl der nächste Tunnel verteilt worden. Der Trainer Edin hat wohl angekündigt, dass man die Mannschaft zumindest eine Viertelstunde lang noch zu den Fans schicken wird, um Autogramme zu schreiben. Gut, da könnte man das neue Trikot auch noch mal... Also schon ein bisschen sehr lange her. Guck mal, hier haben wir noch ein paar große. Ja, wo ich gerade das Thema Trikot angesprochen habe, auch eine Frage, ob es schon offizielles Datum für die Trikotvorstellung, Auswärtstrikot und Pokal-Champions-League-Trikot geben wird. Offizielles Datum gibt es noch nicht, aber auch so viel kann ich verraten, so lange warten müsst ihr nicht mehr drauf. Das erste Pokalspiel ist ja auch nicht mehr so ewig weit hin, 29.07. bei TSV 1860 München. Ich denke, das wird dann auch der Aufschlag dort sein. Für das Pokaltrikot, ah, das Ausweichtrikot. Mal sehen. Also ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich meine, ich weiß, wir spielen noch bei Dynamo Dresden, die durchaus ähnliche Farben haben wie wir. Da könnte es ja sein, dass man da schon im Ausweichtrikot spielt. Gewagte These. Ja. Hier wird jetzt noch nach dem, wann der Ajax-Transfer bekannt gegeben wird. Aber ich glaube, über Prinz Anning haben wir schon gesprochen, oder? Ja, der ist ja schon hier. Okay, gut. Linksverteidiger. Ja. Sehr netter junger Mann, habe ich mir sagen lassen. Und natürlich hoch veranlagt, denn sonst wird er nicht zu Borussia Dortmund kommen. Wo ist Ibrahim Tanko? Fragt Andi Theke. Da kann ich nur empfehlen, das Inside der Legendenreise in Ghana, denn da gehörte Ibrahim Tanko zum Kader des BVB, der da auf die African Giants getroffen ist, aber auch viele Termine wahrgenommen hat. Ein Besuch beim König vor Ort, um da nur ein Highlight zu nennen. Das findet ihr auf unseren Kanälen, auf YouTube, auf BVB TV und auch auf Facebook.
Ja, im Hintergrund sehen wir unsere Social Media Abteilung. Ja, so arbeiten die halt. Die sitzen da an der Bande und an der Bande genießen ihr Leben. Aber so gibt es natürlich dann den hautnahen Einblick tatsächlich, weil da bist du nah dran, da kriegst du im Zweifel auch mal, wir sehen den Ball da liegen, kriegst du auch mal einen Ball ab. Aber das sind dann die besonders schönen Einblicke. Ja, so. Da haben wir es mal sehr schön eingefangen jetzt. Die Arbeit unserer Social-Media-Abteilung. So. Und Emma, die hat immer gute Laune. Die freut sich auch, dass Saisonstart ist. Und die hat auch schon das neue Trikot. So nämlich. Ah, und hier haben wir wieder die wunderschöne Drohne, die das gesamte Gelände einfängt. Da siehst du, wenn Emma da ist, dann sind die Spieler auch ganz egal. Ist immer noch der größte Star bei uns im Team. Ja, und zwar so groß, unverkäuflich, würde ich da sagen. Ohne Ausstiegsklausel. Weil wir gerade noch mal die Drohne gesehen haben, auch da nochmals der Dank an 1&1, die nicht nur diesen Stream hier präsentieren, die es möglich machen, dass wir euch dieses erste Training live streamen dürfen. Liefert auch durch die Drohne wunderbare Bilder. Und so eine Drohne, eine DJI Mavic Mini 2, die könnt ihr auch heute gewinnen. Einfach dazu mal auf die Instagram-Seite von 1&1 gehen, dort der Seite folgen, den Beitrag liken und... Aber ich kommentiere mit eurem Lieblingsspieler. Und nicht nur die Drohne gibt es zu gewinnen, sondern auch noch ein neues Trikot von Borussia Dortmund. Und wie gesagt, wir versuchen nachher nochmal, ob wir da nochmal ein schönes Autogramm drauf bekommen. Oh, jetzt bin ich neidisch, muss ich wirklich sagen. Beim Zapfmeister wäre ich jetzt auch gerne. Ja, und für alle, die dann kein Glück haben beim Gewinnspiel, auch hier nochmal der Hinweis, dass es diese DJI Mavic Mini 2 natürlich auch in der 1&1 Vorteilwelt gibt. Also wenn ihr da eine All-Net-Flat abschließt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, da so eine Drohne dazu zu bekommen. Und jetzt haben wir hier nochmal den Blick auf die Torhüter. Jan-Pascal Reckert, der letztes Jahr noch zu unserer U23 gehört hat und jetzt selbst Torwarttrainer werden möchte und hier Matze Kleinsteiber unterstützt, hat da jetzt, ich glaube, jetzt ist es gerade Silas Ostrinski, der jetzt auf einem Bein stehend den Ball fangen muss. Er sucht dann noch ein bisschen das Gleichgewicht. Sieht auch nicht so spaßig aus, die Aufgabe. Ja, vor allem dann mit Stollenschuhen macht es wahrscheinlich auch noch mal mehr Spaß. Als wenn man da jetzt, ich sag mal, barfuß draufstehen würde. Und da sehen wir wieder das klassische Kreisspiel. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da bei dem Tempo immer nur ein Kontakt überhaupt an den Ball zu kommen für die beiden in der Mitte. So, links seht ihr schon, da werden schon die ersten kleinen Tore aufgebaut. Also das wird wohl das Abschlussspiel nachher sein. Ich glaube 8 gegen 8 plus 1 auf 6 Mini-Tore. Apropos Mini, da haben wir auch Mini. Auf jeden Fall schon gute Erziehung. Gleich perfekt ausgestattet. In den richtigen Farben. Gegen wen ist das erste Spiel, wurde gerade gefragt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was gemeint ist. Also am 5.7. ist das erste Testspiel beim Lüner SV. Am 29.7. das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal beim TSV 1860 München. Und am 6. oder 7. August, das steht ja noch nicht so zu 100% fest, dann das erste Bundesligaspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Die Spiele sollen noch, die ersten 7 Spieltage noch in dieser Woche terminiert werden, so hat es die DFL vor einigen Tagen bekannt gegeben. Da sind wir natürlich gespannt, wann es losgeht. Was ist dein Tipp, Danny? Mein Tipp für die erste Anstoßzeit in der Bundesliga? Ja, Dortmund-Leverkusen ist, würde ich vermuten, Samstag 18:30. Ein Top-Spiel zum Start? Ja, klar. Ich meine, du hast natürlich auch andere. Ich glaube, es ist nicht auch das Berlin, ist nicht das Berlin-Derby, aber ich glaube, sie werden, es wird Dortmund-Leipzig 18:30 Samstag.
Ja, sehr schön hier die Rasensprenger einmal eingefangen, die den Rasen hier nochmal wässern. Auch nochmal der Lob ans gesamte Team hier, die es uns auch relativ einfach machen, hier so wunderbare Bilder zu kommentieren. Tolle Qualität, also ans ganze Team hier, diesen Livestream organisieren, technisch. Ja, die auch immer auf Zack sind, ne? Wenn wir beiden Nasen uns irgendwie uns einfällt, über wen wir gerade sprechen wollen, haben die in 0, nichts denjenigen im Bild. Also das ist schon, wenigstens, so wünscht man es sich. Ja, wenigstens welche, die uns zuhören. Ja. Und wieder Trinkpause. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Die äußeren Bedingungen, der Rasen, habt ihr gerade gesehen, wird gewässert, ist optimal vorbereitet. Und es sind, würde ich sagen, so 25, 26 Grad, also eigentlich sehr angenehm, leicht bewölkt. So kann man ein erstes Training gut absolvieren. Jetzt laufen die Vorbereitungen für das schon Abschlussspiel. Das Feld auch noch mal eingezäumt. Ja, Emma ist schon fleißig im Autogramme geben. Ja, häufig gefragt, wann gibt es die erste PK mit Edin? Also eine richtige Antwort darauf können wir auch noch nicht geben. Es wird sicherlich im Rahmen des Trainingslagers schon die eine oder andere Gesprächsrunde auch geben, auch gerade zum Ende dann hin. Aber ich würde mal vermuten, dass so die erste richtige Pressekonferenz dann auch erst vor dem ersten Pflichtspiel gegen 1860 München geben wird. Zwischendurch sicherlich mal hin und wieder hier mal einen O-Ton oder so und dann das Interview. Aber eine richtige Pressekonferenz würde ich mal vermuten, dann halt Ende Juli. Man muss ihn ja auch erstmal ankommen lassen, sage ich. Und es ist ja in dem Sinne jetzt auch kein neuer Trainer, der noch nicht bei Borussia Dortmund beschäftigt war. Er war lange Zeit Co-Trainer von Lucien Favre. Er hat interimsweise auch schon den Cheftrainerposten bekleidet. Also wir wissen ja, oder die BVB-Fans wissen, was Edin für ein Typ ist, was er für ein Trainer ist. Und da wird er jetzt mit Sicherheit erstmal das Augenmerk auf die Arbeit mit der Mannschaft legen und dann sich zu gegebener Zeit auch entsprechend äußern. Und sehen wir mal, jetzt gibt es, glaube ich, das Abschlussspiel, wenn ich richtig sehe, ist es Matteo Morey, der als einziger ein grünes Leibchen anhat und dann wahrscheinlich nicht attackiert werden darf, nehme ich mal an, oder aus den Zweikämpfen noch rausgenommen wird, oder einfach für beide Mannschaften zur Verfügung. Genau, es ist 8 gegen 8 plus 1 werden sie spielen. 8 gegen 8 plus 1, das ist ja, ich dachte schon, es wäre wieder eine neue Formation, da gibt es ja auch sehr, sehr viele. Aber da gucken wir mal, vielleicht können wir schon erkennen, wer da so gegen wen spielt, also im roten Leibchen sehe ich Tom Rothe, Herrn Papadopoulos, Justin Ginma. Bradley Fink hat ein rotes Papp, genau. Ah, nee, das ist nicht Justin Ginma, es ist Falco Michel, die habe ich jetzt gerade verwechselt. Donny Mahlen hat eins an, Bradley Fink. Und Ginma auch gar nicht dabei heute noch, ne? Oder? Doch, der ist doch hier vorne, ist er. Vorne, genau. Stimmt. Direkt. Ja, genau. Edin. Jetzt rechts neben ihm, genau. Und dann gucken wir mal. 3 Tore auf beiden Seiten. Gucken wir mal, ob auch viele fallen, denn sie sind relativ klein. Ah, hier nochmal wunderbar eingefangen von der Drohne, die auch Videos in 4K sogar machen kann. 12 Megapixel Kamera dran, 4K-Videos möglich. Und wie gesagt, ihr könnt sie gewinnen bei 1&1 auf Instagram, der 1&1-Seite folgen, dem Beitrag liken und kommentieren, wer euer Lieblings-BVB-Spieler ist. Und dann habt ihr die Chance, eine DJI Mavic Mini 2 Drohne und ein BVB-Heimtrikot zu gewinnen, bei dem wir noch versuchen, ein Autogramm zu bekommen. Und eben angesprochene so. Justin Ginma macht dann hier. Straft er mich lügen, sage ich, dass er gar nicht da ist. 1:0. Und für Team ohne Leibchen. Na, Donny Mahlen dazwischen. Kriegt den Ball dann auch wieder. Oh. Und da ist Prinz Anning, wenn ich es richtig gesehen habe, an den Innenpfosten und rein mit dem 1:1.
Und das sage ich, ne? Der ja. ist sofort wie mit dem Abschluss da, Donny Mahl. Bringt du, Team Rot hier in Führung. Und du fragst noch, ob hier Tore fallen. Ja. Oh, Nico Schulz direkt mit zwei Bällen beschäftigt. Da lag noch einer im Feld. Team Gelb scheint in Ballbesitz zu bleiben. Youssoufa Moukoko hat da wohl erfolgreich gepresst. Ah, Falko Michel mit dem 3:1 für Team Rot. Aus von der U23 des VfB Stuttgart zu unserer U23. Erstmal. Das ist auch, er hat auch Angebote aus der zweiten Liga, aber er hat dann gesagt, ja, die Perspektive, die mir die Verantwortlichen von Borussia Dortmund aufgezeigt haben, die haben mich mehr angesprochen. Und natürlich ist es immer die Möglichkeit, wenn du in der U23 spielst, dann auch mal auf dich aufmerksam zu machen und es ins Profiteam zu schaffen. Ah, der geht vorbei. Übrigens auch noch Matteo Morey darf nur direkt spielen. Das nochmal als kleine Einschränkung. Alle anderen haben freies Spiel. Matteo muss direkt spielen. 8 gegen 8 plus 1 direkt sozusagen. Ja. Wieder was gelernt. Oh, schöner Ball. Doppeltorschütze Donny Mahlen jetzt schon. Aber wir merken dafür, dass es nur ein leichter Aufgalopp sein soll, ist das Tempo schon ziemlich hoch. Ja, den bekommt er nicht mehr. Gute Intensität drin. Na, Abdu Kamarada am Ball, der in der letzten Saison verpflichtet wurde. Oh, da wurde sich schön durchkombiniert. Zum Tor, zum 4:2, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wieder ein Jinma. Na, jetzt jeder nur noch einen Kontakt. Da hat Edin gerade die Regeln verschärft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jeder nur noch einen Kontakt. Nicht nur Matteo Morey, sondern alle Spieler jetzt. Oh, ich glaube, es gibt Diskussionen, ob dieser Treffer von Mats Hummels zählt. Und Pause. Da kommt der Pfiff von Geppi, Sebastian Geppert. Ich habe es jetzt gar nicht, weil ich es gerade zusammen gesehen habe. Mats Hummels und Peter Hermann, waren die auch mal zusammen dann? Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich den Lebenslauf von Peter Hermann nicht hundertprozentig auf der Kette kriege. Aber ich kann es ja mal kurz recherchieren. Die schon zusammen in München gearbeitet haben. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Tendenz, bevor du es jetzt recherchiert hast, würde ich sagen, nein. Aber sicher bin ich mir nicht. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so interessant. Nicht so interessant auf jeden Fall wie die Ansprache hier von Edin Terzic, der nochmal sagt, was er jetzt vermutlich sehen will, wenn das 8 gegen 8 plus 1 nochmal weitergeht. So, Ansprache beendet. Alle stellen sich wieder auf Position und dann geht's weiter. Wie steht's denn jetzt, Danny? Lassen wir das jetzt gelten? 4-2. 4-2. 4-2 zählt nicht. Also, die haben zusammen. 2017 bis 2019 war er bei den Bayern und da war Mats auch da. Also, daher kennen sie sich schon. So, jetzt
kommt der Ball wieder ins Spiel. Mamdi Collins, Tom Rothe versuchen sich da rauszuspielen und schaffen es. Seitenverlagerung auf Marius Wolf, der dann den direkten Ball versucht hat. Und Donny Mahlen mit seinem dritten Treffer zum 5:2 für Team Rotes Leibchen. Glaubt ihr, Edin spricht auf Deutsch oder auf Englisch? Also wenn ich mich da an die Zeit erinnere, als er Interimscheftrainer war, hat er auf jeden Fall beides gesprochen. Also je nachdem, das ist kein Problem für ihn. Er war ja auch Co-Trainer bei West Ham United und kann in geschliffenem Englisch auch alle Inhalte wiedergeben, die er vorher auf Deutsch vermittelt. Und Prinz Anjing mit dem zweiten Treffer dann zum 6:2, diesmal auf Vorlage von Donny Mahlen. Mal gucken jetzt hier. Ah, Justin Jin mal fast mit seinem dritten, scheitert am Pfosten. Einfach Glatt ist auch schon der Meinung, wir sollen auf seine Worte hören. Donny wird dieses Jahr explodieren. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck hier. Zwei Treffer schon. Und auch hier wieder das Kombinationsspiel mit Mathieu Morel noch nicht zu 100% geklappt. Aber ist spritzig. Ist auf jeden Fall auch wieder verletzungsfrei. Hatte ja gegen Ende der letzten Saison auch mit einer Verletzung zu kämpfen. Was ist das? 6-3? 6-3, ja. Das ist auch die offizielle Ansage. Zählen können wir scheinbar noch einigermaßen gut. Aber ist ja bisher auch nur der Zahlenraum von 1 bis 10. Leon Semic verkürzt auf 6:4. Ja, und da sehen wir, die Fotos werden auch geschossen. Und dann seht ihr die natürlich überall im Laufe des Tages. Denn nicht jeder kann ja hier live dabei sein im Stream von uns, den wir dank unseres Partners 1&1 hier auf die Beine stellen konnten. Genauso wie alle Testspiele. Danny hat sie vorhin ja schon mal genannt. Am 5.7. beim Lüner SV, am 9.7. bei Dynamo Dresden, am 14.7. einen Tag vor Abreise ins Trainingslager beim SC Verl und dann im Trainingslager, während Tom Rothe hier trifft, am 18.7. gegen Valencia und am 22.7. gegen Villarreal. 7:5 jetzt mittlerweile. Das ist stark von dir. Also aufzählen, gegen wen wir spielen, mitzählen, also dass du bei den Zahlen durcheinander kommst, das ist ganz, ganz stark. Du hast eben das Trainingslager angesprochen, Bad Ragaz. Auch da sind wir natürlich wieder für euch umfangreich vor Ort. Wir haben auch wieder jetzt Anschlusstreffer. Es wird noch mal eng. Das war Göktan Gürpütz, habe ich das richtig gesehen. Haben wir wieder viel für euch vorbereitet. Eine traurige Nachricht, glaube ich, können wir schon vermitteln, während jetzt hier... Oh! Nicht der Ausgleich. Mit der Chance auf das 7:7, aber der Pfosten stand im Weg. Das Quiz-Taxi wird es nicht mehr geben. Aber positive Nachricht direkt hinterher, um die so negative vergessen zu machen, das Zimmerduell kehrt zurück. So, also einige, und da haben wir auch noch andere Schweinereien für euch vorbereitet, also auch da ein paar nette Interviews, auch wie gesagt, werden wir mit viel Inhalt wieder euch komplett die Tage vom 15. bis 23. Juli mit schwarz-gelben Content versüßen. Und wieder der Pfiff zur Unterbrechung. Gucken, Trinkpause scheint es nicht zu geben, zumindest sind keine Getränke im Griff nur weiter, aber nochmal, Edin geht in die Mitte. Wir stehen bei 7:6, ne? Wenn ich mich nicht verzählt habe oder keinen Treffer verpasst habe, sagen wir es besser so, steht es weiter 7:6, ja, für Team Leibchen. Jetzt ist überhaupt die Frage, ist es denn vielleicht sogar schon, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, die sind ja was früher da gewesen, weil wir wollen ja versuchen, noch ein Interview zu bekommen. Jetzt ist die Frage, weil dann würde ich mich schon mal vorbereiten, oder? Ja, du bist ja auch sportlich hier schnell über der Bande. Ja, jetzt ist die Frage. Schauen wir mal. Ist das schon die Abschlussansprache? Oder
Nee, so. Noch ein Durchgang, noch mal 5 Minuten, wenn ich es richtig verstanden habe. Na also. Gut. Alle guten Dinge sind 3, 7, 6. So, spannend. Ob es auch noch mal spannend wird. Gleiche Regeln heißt jetzt auch wieder mehr Kontakte. Ich glaube 3 maximal, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Mats Hummels hatte da sicherheitshalber nochmal nachgefragt. Und jetzt die Chance wieder. Jawohl, Bradley Fink. Macht das, was er am besten kann, Tore schießen. Vergangene Saison 40 Spiele, 36 Tore. Nicht nur im U19-Bereich, auch 2 Tore in der dritten Liga und in der U19 in jedem Wettbewerb, in der Junioren-Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Youth League. Ist halt auch so ein richtiger Stürmer, wie er im Buche steht. Ne? So wuchtig, gut gespielt, stark gespielt. Schöne Spielverlagerung. Leon Simic wieder mit dem Anschlusstreffer. Ja. Also Bradley Fink ist ein richtiger Stürmer. Aber dafür auch sehr, sehr technisch stark, sehr versiert, ackert viel auch nach hinten. Und wie gesagt, er konnte auch schon in der U23 in der vergangenen Saison überzeugen. Jetzt nur noch 2 Kontakte und Muki macht den Ausgleich, das 8:8 mit links. Mitten rein ins Tor. Ja. Oh, der könnte teuer werden. Ui! Alles sauber, alles fair. So. Und klassisch Dortmund sofort 10 Applaus bei so einer Grätsche. Nicht nur Schmuckstückchen und Kabinettstückchen, die beklatscht werden, sondern auch mal kommt eine auch schöne Grätsche. Hier sehen wir sie nochmal in der Slow Motion. Oh, stark, sehr fair schön. Ball gespielt. Da hätte nicht mal der Kölner Keller was gegen gehabt. Ah, Tackle of the Week. So. Muki, was? Ah, ich glaube, es zählt nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ah, da wird es dann zu eng. Schafft noch ein Team den Siegtreffer? Ich schätze fast, dass im Zweifel weitergespielt wird, bis einer gewinnt. Ja. Also ist Bradley Fink, der Team Leibchen wieder in Führung bringt. Ja, schön gespielt und zack. Muki zu hoch. Anvisiert. Ein Kontakt. So. Oh, macht er gut. Der Ausgleich. Ja. Letzte Minute. Ja, das ist dann aber auch schwierig. Bei nur einem Kontakt so einen dann unter Kontrolle zu kriegen. Der ist Leon Semic dann mal quer über den Platz geraten, der Ball. Na, jetzt haben wir die Chance. Och, knapp vorbei. Tom Rother hat alles reingeworfen. So, letzte Minute. Gibt es hier noch einen Sieger im Abschlussspielchen? Ich gehe fast davon aus. Wahrscheinlich zu viele Kontakte. Ja. Auf jeden Fall kriegt Team Gelb jetzt den Ball. Oh, ich glaube, es ist wieder mehr Kontakte. Es ist wieder aufgehoben worden. Ah, 2 Kontakte. Oh, schön.
keine hohen Bälle, glaube ich, ist auch was? Eine Regel. Deswegen zählte das jetzt nicht. Okay. Letztes Tor entscheidet. Oh, das ist aber... Kreisliga-Regel. 10-9 bringt Bradley Fink Team Leibchen in Führung, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und dann kommt von Edin die Ansage, letztes Tor entscheidet. Das wäre jetzt natürlich... Mochte man immer so eine Ansage, wenn man eigentlich schon gewonnen, wenn man schon geführt hat. Weil Leon Semet versucht es auch, der Ball geht aber daneben. Und Marius Wolf also so. Entscheidet es dann. Einfach mal schnörkellos. Für Team Leibchen. Und das war, glaube ich, dann... Der Schlusspfiff. Der Schlusspfiff der ersten Einheit. So. Ich versuche nochmal bis auf Stimmenfang zu gehen. Und ich begleite mal die letzten Super. Sekunden bis dahin. Hier sehen wir Edin hier am Ende seiner ersten Einheit als Cheftrainer in der Saison 2022-23. Jetzt geht es aber erstmal noch zur Erholung und zum Trinken. Kühle Getränke werden gereicht. Wie gesagt, es war sehr angenehm hier, 25, 26 Grad. Die Sonne hat es nicht so ganz oder nur sehr kurz durch die Wolken geschafft. Und dann wird es, wie Danny eben schon sagte, eine kurze Zeit lang Autogramme geben von der Mannschaft für die 1300 Zuschauer, die hier heute an die Adi-Preißler-Allee gekommen sind zum Jugendplatz. Nochmal die wunderbare Übersicht über die Anlage hier mit dem Footbonauten direkt hinter der Tribüne. Rechts seht ihr die Torhüter Alex Meyer und Silas Ostrinski, die noch im Einsatz sind. Und ich glaube, das Training ist auch noch gar nicht vorbei, denn die Feldspieler gehen jetzt nochmal Richtung Athletik-Coaches. Hannes Wieber, Flo Wangler sehe ich da. Da gibt es jetzt wahrscheinlich nochmal ein paar Läufe, um auch ein paar Meter in die Beine zu kriegen. Das ist ja heutzutage alles genau austrariert, welche Belastung da in welchem Moment den Spieler zugemutet werden kann, sodass sie dann zu den ersten Spielen, wie gesagt, zum ersten Pflichtspiel am 29.07. oder zum ersten Bundesligaspiel dann spätestens gegen Bayer Leverkusen in einer Top-Verfassung sind. Ja, während hier die Laufübung erklärt wird, noch mal Zeit für ein paar Fragen zu beantworten. Milo fragt nach Bittens-Info. Ich denke mal, das soll Jamie Bino Gittens sein. Der ist bei der U19-Europameisterschaft, ist gestern mit England ins Finale eingezogen und deswegen natürlich noch nicht wieder im Trainingsbetrieb, genau wie die gesamten Nationalspiel, also die, die nach der BVB-Saison noch für die Nationalmannschaften im Einsatz waren, wie Marco Reus, wie Julian Brandt, die haben noch Urlaub, die steigen am 9. Juli ein, haben dann Leistungsdiagnostik, genau wie die Truppe, die jetzt schon dabei ist, 2 Tage und wird dann ab dem 11. Juli nach und nach in den Trainingsbetrieb der anderen einsteigen und die haben jetzt hier nochmal ein paar Läufe, Nico Schulz, Marius Wolf, sprechen sich noch mal ab, was jetzt wohl der gewünschte Weg ist, den sie laufen sollen. Alina fragt, gibt es ein Trainingslager? Ja, das gibt es. Vom 15. bis 23. Juli wird der BVB wieder nach Bad Ragaz fliegen in der Schweiz und dort trainieren. Und dann auch die beiden Testspiele am Montag, dem 18.07. und am Freitag, dem 22.07. gegen Valencia und gegen Villarreal, jeweils in Alltag absolvieren. Ja. Auch diese Spiele werden wir euch natürlich übertragen, auch die dank unseres Hauptsponsors 1&1, der ja auch heute diesen Stream zur Verfügung stellt und nicht nur das, ihr seht die Drohne und genauso eine Drohne, eine DJI Mavic Mini 2, könnt ihr auch gewinnen
zusammen mit einem BVB-Heimtrikot. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist 1&1 auf Instagram zu folgen, den entsprechenden Beitrag zu liken und zu kommentieren, wer euer BVB-Lieblingsspieler ist. Wir drücken natürlich die Daumen, dass ihr da gewinnen könnt. Und hier sehen wir jetzt, die Läufe haben begonnen. Und natürlich, wie das so häufig ist bei Fußballmannschaften, wird auch das mit Sicherheit einen entsprechenden Wettkampfcharakter haben. Hier sehen wir Nadi Collins, der in einer Gruppe mit Marius Wolf und Nico Schulz ist und wahrscheinlich gegen die anderen Dreiergrüppchen gerade antritt, wer da am schnellsten ist. Ja, Andi Theke scheint ein Faible für unsere Legenden zu haben. Nach Ibrahim Tanko hat er jetzt nach Jörg Heinrich gefragt. Auch der war mit in Ghana auf der Legendenreise. Wie gesagt, das Insight der Reise kann ich euch nur ans Herz legen. Das waren klasse Bilder und toll, die Jungs von früher nochmal zu sehen. Gerade Tom Rothe, Prinz Anning. Sieht jetzt auch nicht nach höchster Intensität aus, aber eine gewisse Geschwindigkeit ist dabei. Also die beiden. Bälle werden jetzt nach und nach schon eingesammelt. Während die Jungs, die beim Training sind, noch laufen müssen. Da sehen wir nochmal Edin Terzic im Gespräch mit Peter Herrmann, mit Matze Kleinschreiber, dem Torwarttrainer, der seine beiden Jungs jetzt die Bälle hier einsammeln lässt nach und nach. Die beobachten jetzt, was die Jungs da beim Laufen noch machen. Da seht ihr es so auf Höhe des Mittelpunkts, so im Mittelkreis stehen sie da versammelt. Sebastian Gebhardt kommt jetzt auch dazu. Das ist das Trainingstrainerteam, was dem BVB in die Saison, in die Spielzeit 22/23 begleiten wird. Und ja, jetzt gibt es noch mal eine Ansage. Weiß nicht, ob es nur noch einen zweiten Durchgang gibt. Die Jungs hören auf jeden Fall alle noch mal zu. Ja, und wieder, die beiden hatten wir gerade schon, Nico Schulz und Marius Wolf, gehen nochmal sicher, dass sie jetzt auch alles verstanden, richtig verstanden haben und den Laufweg vernünftig laufen. Moritz Rustemeier fragt, wo sind die Neuzugänge? Alex Meyer, der Torhüter von Jahn Regensburg gekommen ist, mit dabei. Die restlichen wie Karim Adeyemi, wie Niklas Süle, wie Nico Schlotterbeck haben noch in den Nationalmannschaften gespielt und werden daher am 9. Juli in die Leistungsdiagnostik und am voraussichtlich 11. Juli dann nach und nach ins Training einsteigen. Ein Ball wurde noch nicht eingesammelt. Der befindet sich noch unter den Füßen von Sebastian Gebhardt als Stütze.
Und jetzt können wir auch mit Sicherheit sagen, dass Matteo Morey alle Teile des heutigen ersten Trainings absolviert hat. Wie gesagt, in der letzten Saison waren es größtenteils Teile. Und das ist doch ein sehr gutes Zeichen, dass er hier voll und ganz teilnehmen kann. Wir hoffen, dass er dann in der kommenden Spielzeit sein Comeback geben kann nach dieser schweren Knieverletzung. Vorletzte Saison schon im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel. Ja, und müssen jetzt schon ganz schön durchpusten, die Jungs, also werden da schon an die Grenzen gebracht. Aber genau das ist ja das Ziel der Vorbereitung. Die Jungs so aufbauen, dass sie dann in der Saison jeden Extrameter im Zweifel bereit sind zu gehen. Birgit fragt, wann werden die ersten Spieltage mit exakten Zeiten terminiert? Das soll noch in dieser Woche passieren, so hat es die DFL angekündigt. Die ersten 7 Spieltage sollen noch in dieser Woche zeitgenau angesetzt werden. Der BVB beginnt, wie gesagt, mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, reist dann zum Sportclub nach Freiburg am zweiten Spieltag. Das ist dann das erste Auswärtsspiel. Und jetzt werden hier nach und nach die Schuhe geöffnet oder sich der Schuhe gar entledigt. Ich denke, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass diese erste Einheit sich dem Ende entgegnet. Danny ist weiterhin auf der Suche nach Interviewpartnern, zeigt sich hochmotiviert. Wir sind uns sicher, dass uns da bestimmt noch jemand Rede und Antwort stehen wird nach dieser ersten Einheit. Tim fragt, werden Profis bei Testspielen dabei sein? Natürlich, es ist die Profimannschaft von Borussia Dortmund, die diese Testspiele absolviert. Von daher wird ein Mats Hummels dabei sein, ein Marius Wolf wird dabei sein. Das erste Testspiel, wie gesagt, am 5. Juli, kommenden Dienstag, beim Lüner SV, aktuellem Westfalen-Ligisten. Auch das werden wir natürlich dank unseres Sponsors 1&1 live für euch übertragen. Benito möchte wissen, ob Jude heute auch da ist. Nee, der hat zwar heute Geburtstag, zu dem wir ihm auch auf diesem Wege sehr herzlich gratulieren, wird 19 Jahre jung, aber englischer Nationalspieler, hat noch Nations League gespielt. Von daher auch er noch im Sonderurlaub bis 9. Juli. Gleiches gilt für Adeyemi, für Nico Schlotterbeck. Und jetzt geht es, glaube ich, in Richtung Autogramme geben für die erste Gruppe. Es wird, wenn ich das richtig sehe, hat Mats Hummels da durchaus das Sagen hinten in der Ecke angefangen. Beziehungsweise die Gruppe wird sich geteilt. Es wird unterschrieben. Wir bleiben natürlich drauf, um euch A, die Einblicke zu geben und B, weiterhin auf eine Stimme eines Spielers nach dieser ersten Einheit zu hoffen. Und jetzt hört man die 1300 Zuschauer auch so richtig. Jetzt möchte jeder natürlich das Autogramm seines Lieblingsspielers ergattern. Und da das natürlich jetzt für euch als Zuschauer nicht allzu interessant ist, wie die Jungs hier Autogramme geben, wir aber trotzdem noch den einen oder anderen im O-Ton hören möchten
überbrücken wir die Zeit mal ein bisschen und lassen unsere neue Nummer 6, die neuen Trikotnummern sind ja auch raus, zu Wort kommen. Salih Özcan hat bei Borussia Dortmund unterschrieben und das hat er an seinem ersten Tag gesagt. Als ich gehört habe, dass der BVB Interesse zeigt, war das ja auch von meiner Seite aus ein Wunsch, mein Favorit Nummer 1, sage ich mal, ja, hier zu spielen. Dass der BVB Interesse zeigt, war das ja auch von meiner Seite aus ein Wunsch, mein Favorit Nummer 1, sage ich mal, ja, hier zu spielen. Ist genau wie der FC, ein Traditionsverein, ein Riesenverein, hat Ambitionen in der Champions League zu spielen immer und ja, wie gesagt, all die Jahre gegen den BVB auch gespielt und immer wieder was Besonderes gewesen, auch hier zu spielen, gegen euch zu spielen, aber jetzt natürlich umso schöner hier hinter den 80.000 ja, im Rücken zu spielen ist natürlich was ganz Besonderes und ich freue mich drauf. Ich bin eher der Typ Kämpfer, ich sag mal, der auch mal reingeht, wo es weh tut. Ja, wie gesagt, ich versuche immer alles zu geben für den Verein, für den Erfolg und ich glaube, das zeichnet mich einfach aus, dass ich, ja, wie gesagt, auch mal Gegnern weh tue und zeige, wo die Grenzen sind. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit und versuche, schnellstmöglich ja, fit zu sein und ja, den Fans zu zeigen, was ich drauf habe. Ich habe die Chance einfach bekommen, hier mich mit sehr, sehr guten Spielern zu messen. Und ja, wie gesagt, das versuche ich dann einfach auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, vor allem Derbys jetzt, dass Schalke auch aufgestiegen ist, ist, glaube ich, auch für den Verein immer was Besonderes, die Derbys dann für sich zu ja, entscheiden. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit und versuche den Gegnern ja, die Grenzen aufzuzeigen. Ja, ich glaube, persönliche Ziele ist es, ja, einfach meine Spiele hier zu machen, zeigen, was ich drauf habe, wozu ich in der Lage bin. Und ich glaube, mit dem BVB haben wir jetzt intern das jetzt nicht so besprochen, aber ich glaube schon, dass der Verein sehr, sehr hohe Ambitionen hat und versucht, ja, wie gesagt, in der Champions League, denke ich mal, so weit wie möglich zu kommen. Und auch, ja, wie gesagt, den Bayern schwer zu machen. Und ich denke, ja, mit dem Team wird es auf jeden Fall nächstes Jahr, ist auf jeden Fall nächstes Jahr was drin. Ich habe es euch ja versprochen, wer noch im Stream aushält, der bekommt noch einen Weltmeister. Mats, danke, dass du noch kurz die Zeit genommen hast. Es geht wieder los. Heute zum ersten Mal auf dem Platz. Montag schon die Leistungsdiagnostik. Ich weiß aber, dass deine Saisonvorbereitung schon am 14. Mai begonnen hat. Ich weiß das, weil du es selbst gesagt hast. Das war der letzte Spieltag der Vorsaison. Jetzt musst du das Ganze natürlich auch mit Leben füllen. Wie sah denn deine Saisonvorbereitung bislang in der Sommerpause aus? Also sehr gut tatsächlich. Ich hatte natürlich bedingt dadurch, dass ich die letzten 5 Wochen, glaube ich, in der letzten Saison ausgefallen bin, auch schon da tatsächlich gut Zeit, den Kopf ein bisschen sicher holen zu lassen. Also es war relativ früh klar, dass ich da nicht mehr spielen werde oder wahrscheinlich nicht mehr spielen kann, außer es läuft halt komplett perfekt. Und selbst dann wäre die Frage gewesen, ob man ein Risiko eingeht. Deswegen konnte ich mich da schon mental erholen. Und dann ja, hatte ich natürlich da schon 5 Wochen, in denen ich ohne Rücksichtnahme auf Spiele trainieren konnte. Jetzt danach nochmal 6 Wochen. Und ich glaube, dementsprechend ich würde jetzt sagen, selten fit gehe ich in eine Vorbereitung dieses Jahr. Ich habe schon gesagt, dein ehemaliger Kompagnon im Kinderriegel, Neven Subotic, der ist gerade unterwegs mit der Lesetour mit seinem Buch Alles geben. Du gibst weiter hier Alles auf dem Rasen. Jetzt kann ich dir nicht, kannst du nicht vorenthalten, dass du mittlerweile durch den Abgang von Marvin und Schmelle der Senior, genau. Aber wie siehst du deine Rolle mittlerweile im Team jetzt auch in der 14., 15. Saison, in die du jetzt gehst? Ja gut, genauso wie eben auch schon in den letzten Jahren. Ich muss einer sein, der vorangeht im Training, aber natürlich auch vor allem im Spiel durch Leistung. Ich habe
mir da sehr viel vorgenommen, logischerweise, weil ich nicht zufrieden bin mit meiner letzten Saison. Ich glaube, das dürfen wir alle nicht sein. Aber ich insbesondere natürlich auch manchmal auch bedingt durch ein paar Bedingungen, die man selber nicht beeinflussen kann, hatte natürlich kein gutes letztes Jahr. Und ich will wieder daran anknüpfen, wie ich jetzt die ersten beiden Jahre seit der Rückkehr hier agiert habe und hoffe natürlich, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison spielen werden, weil wir haben eine super Mannschaft. Ich glaube, wir können bisher sehr glücklich sein mit dem, was passiert ist auf dem Transfermarkt, auch wenn wir davon jetzt noch nicht viel sehen, weil wir mit Ach und Krach irgendwie eine Handvoll Profis zusammen haben. Aber es hat Spaß gemacht, endlich auf dem Platz zu stehen und ich glaube, wir brennen alle. Lass uns noch kurz über heute sprechen. Ist ein besonderer Tag, nicht nur, weil du heute vor 13 Jahren U21-Europameister geworden bist, sondern weil heute auch mal wieder die Fans dabei waren. Ich kann mir vorstellen, auch für euch so ein Trainingsauftakt mit Fans. Du hast ja auch viel Zeit genommen, ist nochmal was anderes und lässt sich aber wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr auf so eine Saison brennen. Die Vorfreude ist dann nochmal ein bisschen größer, wenn man jetzt den Zuspruch der Fans auch direkt merkt, oder? Ja, komplett. Also wir müssen nicht drum herum reden. Das macht ohne Fans nur halb so viel Spaß. Also alles im Stadion, aber auch, dass wir jetzt diese Einheiten haben hier, die öffentlichen Einheiten, wo Zuschauer sind, wo das hoffentlich auch, okay, wenn die englischen Wochen kommen, wird es wahrscheinlich enger, aber wo es vielleicht bis dahin noch ein paar Mal vorkommt, es macht Spaß. Es ist schön zu sehen, dass die Leute eben auch Lust haben auf das Ganze wieder nach zweieinhalb Jahren, wo es irgendwie alles ein bisschen doch arg komisch war im Stadion, teilweise ganz leer, teilweise mit ein paar hundert oder ein paar tausend Zuschauern. Und ja, das ist so. Jeder Sport lebt dadurch, dass Leute ihn gerne gucken, dass eben Stimmung ist in den Stadien, dass es Spiele gibt mit besonderer Atmosphäre. Und ja, ich glaube, vor allem wir hier in Dortmund sind natürlich verwöhnt gewesen bis Anfang 2020. Und ich glaube, umso mehr freuen wir uns darauf, wenn diese Spiele, diese Abende wieder dazukommen. Super. Mats, vielen Dank. Wir freuen uns auf die Vorbereitung. Bleib vor allem gesund. Danke, dass du noch kurz die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr noch dran geblieben seid bis zum Schluss. Dank an 1&1. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke, Mats. Danke nochmal an 1&1, dass ihr diesen, die Hummelsschreie gehen schon wieder los, an 1&1, dass ihr diesen Stream mit ermöglicht habt. Und ich gebe noch ein letztes Mal, ja, Tobi, du machst ja schon den Feierabend. Nee, ist noch nicht. Also Abmoderation jetzt von Tobi. Ah, das hätte ich gar nicht erwartet, dass mir hier noch die letzten Worte gebühren, ja, mit diesem Überblick über das Trainingsgelände hier verabschieden wir uns heute. Wie gesagt, weiter geht es am 5.7. nächsten Dienstag mit dem ersten Testspiel. Dann melden wir uns auch wieder live vom Lüner SV. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.